Ja, ich hab ja keine Giraffenarme. Die Herren, es wird nichts passieren, wird die Polizei kooperieren. Wenn die Polizei nicht kooperiert, dann gibt's eben ein bisschen ein paar Schläge erstmal für sie. Es tut mir auch leid, aber, bitte. Die Polizei wird ja kooperieren. Aber wir kooperieren, sie müssen uns doch nicht dafür schlagen, bitte. Bitte nicht. Ja, nein, alles gut, ich werd dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Keine Angst. Also geh ich jetzt recht der Annahme, dass sie uns als Geisel nehmen? Nein, das ist nur ein kleiner Ausflug. Das ist ein kleiner Ausflug für sie. Aber okay. benötigen wir Handschellen, Monsieur, für diesen Ausflug? Das klären wir gleich. Oh, natürlich. Weil ja, ich bin mir nie sicher, ob jetzt nicht irgendwie sie dann von hinten ankommen würden und mich boxen würden oder so, wissen Sie? War das eine gute Entscheidung. Oh, Monsieur, ich habe keine Kampffertigkeiten, um sie zu boxen. Ja, natürlich nicht, wir sind ja auch Franzose, was soll das denn? Also, ja, also ich habe auch noch nie einen Franzosen gesehen, der irgendwie gut kämpfen kann. Könnten Sie bitte aufhören, meinen Kollegen zu denunzieren? Ich denke, oh, es ist grundsätzlich... Keine Angst, ich komme auch aus Frankreich, das ist ja das Lustige. Ist alles okay, Hauptsache ihr kommt hier gut raus. Okay. Also, sollte sich das doch für Sie als dann Geiselnahme entpuppen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie gerade eine Straftat zwecks STGB... Oh ja, ich denke, die Monsieur weiß, dass die eine Straftat begehen. Ist eine Straftat? Boah, das hätte ich ja überhaupt nicht gewusst. Okay. Also, wir sind darauf gekommen, dass es Straftat ist. Wir fahren an einem sicheren Ort. Erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Die Monsieur mit den Atemproblemen, sie sollten möglicherweise medizinische Hilfe aufsuchen. Es hört sich so an, als ob sie ein Asthma-Problem hätten. Ja. Nein, der Typ ist einfach nur fett. Denke ihr beide. Oh. Okay. Seid ein bisschen frech in eurer Lage. No, wir sind nicht frech. Ich sorge mich um ihre Gesundheit, Monsieur. Ich sorge mich um ihre Gesundheit. Darum sollten sie sich auch sorgen. Ich sorge mich sehr, sehr wohl um meine Gesundheit, aber... Herr Faro, ich glaube, wir sollten an der Stelle dann einfach ruhig sein, glaube ich. Genau, einfach mal die behalten, ne? Ja, so ist besser. User disconnected from your channel. Jetzt suchen wir uns einen schönen Ort aus, wo wir ein bisschen chillen können. Vielleicht gibst du mir was Schönes in dem Navi ein. Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe ja ein bisschen Kopfschmerzen immer, nicht? Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Du, wenn du hier rechts abbiegst, dann ist hier ein Laden. Jawohl, das sieht doch schön aus. Hier fährst du, das ist ein Alkoholladen, ne? Ort. Da können wir uns vielleicht die ein oder andere Flasche Bier gönnen. Das ist doch auch nicht schlecht. So. Ach scheiße, hab ich wieder vergessen, die Kacktüren aufzumachen. Ich helfe euch dann. So, warte mal, raus. So. Wollen wir aussteigen? Wie? Was denn für eine Scheiße? Jetzt geht die Tür wieder zu. Monsieur Pinguin, soll ich aussteigen oder soll ich warten? Achso, die können selber aussteigen. No, ich weiß es nicht. No, ich bin festgeschnallt mit den Handschellen. Okay. Ich kann mich mit den Handschellen nicht bewegen, es tut mir leid. Sie wiegen aber auch viel. Oh mon Dieu, ich nehme das als Beleidigung, Gui. Ich hab dir gesagt, dass du ein bisschen mehr Sport treiben sollst. Ist auch gut so. Mon Dieu. Sie müssen etwas weniger Baguette essen und etwas weniger Rotwein trinken. Oui, naturellement. Aber Rotwein ist natürlich auch schon was Edles, nicht? Sie sehen ja auch so aus wie so ein paar Rotweintrinker. Das ist eine Tatsache. Ich und bin das sicher, war ein Kompliment. Herr Ops trinkt mehr Bourbon als Rotwein, aber... Ja, aber auch einen Rotwein würde ich niemals verwehren. Oliver. Ich könnte jetzt einen Rotwein gebrauchen, oui? Kriegst du die Herren da nicht raus, oder wie? Sie sind beide echt... So, warte mal. Fett. Ja, ich weiß, dass die beiden Herren fett sind. Nee, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ich werde hier noch Kirre, wirklich. Also, nee. Das finde ich jetzt auch blöd. Doch? Ah, oh, geht doch. Den so, warte mal. Habe ich rausbekommen. Dankeschön. So. Geht doch. Dann können Sie einmal mitkommen. Natürlich. Ne, Überwachungskameras gibt's in diesen Drecklagen nicht, oder? Nee. Oliver. Haben die nichts Gefährliches? Was ist los, Olli? Mehr auf Tasche. Was? Haben die nichts Gefährliches mehr auf
Also der eine hatte eine Taschenlampe dabei, die ist aber jetzt meine. Und Funkgerät oder so haben die auch nicht mehr. So, wenn die Herren und Damen jetzt irgendwie Hunger oder Durst bekommen sollten, dann können sie ja einfach Bescheid sagen, ne? Und dann sollte alles wieder gut werden. Dann können sie nämlich kurz was trinken und wir entfesseln sie nämlich. Okay, alles gut. Nein, ich bin besorgt, versorgt. Also besorgt. Ich habe auch aktuell auch keinen Hunger oder Durst, Merci. Ich hätte noch eine Frage an die Herren Entführer. Hätten Sie die Güte, die Melonen abzunehmen? Wir befinden uns in einem Haus. Die was? Die, ja. Okay. Die Hutbekleidung. Die Hutbekleidung. Ah, nee, die ist Standard bei uns. Wir sind nämlich okay. Stolze. Nicht ihre, unsere, aber. Ach so, ihre. Okay. Ja, nee, das passt schon so. Ich meine, wir sind ja gerade nicht richtig in einem Haus. Sie haben ja, die haben ja da vorne was so schön was zu gucken, ne? Ja, das sehen sie ja selber. Ja, okay. Sind das auch in männlich? Leider nicht, aber ich bin ganz ehrlich. Wenn ich ein Geheimnis verraten darf, ja. Ich find Männerärsche auch ein bisschen schöner. Ihr habt's das ist so tatsächlich begriffen. Hände hoch und. Müssen wir die ganze Zeit die Hände hoch halten? Keine Bewegung. Natürlich. Dürfte ich trotzdem. Ihr macht keine hastigen Bewegungen. Ich würde ganz, ganz langsam meine Melone absetzen wollen, weil ich mich in einem Haus befinde. Setzen Sie Ihre Melone ab und danach können Sie auf die Melone von der Frau gucken. Ich würde vorne bei gucken. Ja, mach das. Du guckst so lange und dann tauschen wir. Natürlich, so machen wir das. Oh, ich habe gerade andere Probleme als die Melone. Hatten Sie was vergessen, dass wir die Hände runternehmen und nicht in die so. Schauen? Oliver, wir haben große Probleme. Da sind leider keine zwei Polizisten mehr da. Ich gucke nochmal kurz mein Handy, aber da müssen wir die anscheinend echt freilassen. Scheiße, Mann. So. Die Herren dürfen sich auch gerne weiter unterhalten. Die Herren. Nur wenn eine Geiselnehmer Scheiße Mann sagt, dann habe ich leicht Angst und möchte lieber schweigen. Halt nicht mehr. So gut gelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Was bedeutet das für uns? Für euch heißt das... Die Freiheit. Ist es schlecht für euch? Das ist schlecht für uns? Ich brauche Geld. Könnte Ihnen mein Ersparnis von 15.000 geben, die ich auf der Bank habe? Das war ein super Angebot. Ich wollte euch jetzt eigentlich nur den Geldbeutel leer machen. Aber 15.000 hören sich auch gut an. Wir müssten nur zu einer Bank fahren, dann kann ich das Geld abheben und ihnen geben. Zur Bank? Wir nehmen oder sie euch. Geben ihre Kontodaten und ich überweise ihnen das Geld einfach. Ja, schlauer Fuchs, ne? Ganz, ganz schlauer Fuchs, mein Lieber. Wir? Das hatte ich jetzt so gedacht. Gucken jetzt in euren Geldbeutel. Ja. Dann... Holen wir deine 15.000 ab und dann fahren wir euch nach Hause. Ist das? Natürlich. So, okay. Sie müssen uns nicht fragen, ob das in Ordnung ist. Sie haben die komplette Macht, Monsieur. Die Handschellen müssen leider nochmal. Ja. Natürlich. Tut mir leid. Oder Olli, glaubst du, wir können die auch so ins Auto setzen? Die können uns ja kaum... Also, außer wenn die uns jetzt irgendwie von hinten versuchen zu erwürgen, aber wir haben ja immer noch eine Pistole in der Hand, nicht? Also ich zumindest, du musst erfahren. Aber wenn es ihnen nichts ausmacht, behalten sie die Handschellen, sonst vermutet jemand, dass wir Komplizen sind oder ähnliches. Ja, bitte die Handschellen einfach. Es sei denn, sie wollen natürlich etwas anderes. Wir nehmen den ersten mit, okay. Bitte zärtlich, danke. Keine Angst. 15.000. Ja, das ist alles, was ich bis jetzt angespart habe. Das ist mehr, wie ich mir erhofft habe. Fucking Tür aus 1800. Das ist korrekt. Olli. Was los, Olli? 1000, sagt er. 15.000, 15.000, nicht?
Mein Lieber. So.